So, nächste Folge mit Code Vein in, ja, endlich mal Fortschritt. Die gute alte Tante ist endlich dead. Ich habe deren Waffe bekommen, die fucking awesome ist. Und jetzt sprechen wir mal die Leute hier an. Allen voran hier die gute Coco. I've got a whole new line of stock in, thanks to my Herculean efforts. But seriously, you've made my job a whole lot easier. Sorry, but we don't deal in human other mer. If you Gegenstände want it, kaufen. I got it. Was hat die denn? Eco-Konzentrat kann ich eigentlich mal kaufen, wo ich 1000 für 3 Stück. Was hat die denn noch so? Langsamkeitspatrone. Ha. Come again soon. Ich kann mir ja mal im Inventar noch schnell die Dingsbums reinpfeffern. Ich habe so viele davon. 18 Stück habe ich. Hauen wir uns mal 10 Stück rein. 3700. Er hat ja nur Waffen, ne? Also sie hat halt die Ecore-Sachen. I've got just. If you want it, I got it. Die Frage, brauche ich davon irgendwas? Eins kostet so viel. Okay. Come again soon. Das ist schon ganz schöner Wucher. Was haben wir hier noch? What is it? It seems I can restore the blood code of a if you it could. Überreste wiederherstellen. Gucken, ob wir da was machen können. Prometheus, verfügbare Talente. Geschickparade. Einhandschwertmeister. Was hier? Belebung, Blutopfer. You. Give me all your blood beads. If you don't, you're gonna get hurt. Look at me, being threatened by a little boy. I must be letting my image slip. I'm not a little boy. Now hurry up and hand him over, lady. Das ist der Kevin. Ow, that hurt. What did I say? You're just a little boy. Still, I have to admire your guts. Go on, do what you want. I'll end up dead anyway if I don't bring those blood beads back. Why? Is someone making you collect the beads for them? What's it to you? You plan on giving alms to a poor, miserable thrall? I'm not giving you anything. You'll have to make your own way in the world. What I can do is offer you a job. I need someone to scout out the place marked on this map. Think you can handle that? The map led me to a fully laden blood spring, tucked neatly out of sight. It was so well hidden that I never could have found it on my own. She'd sent me to the Trove alone and unsupervised, so she couldn't very well complain when I took every last blood bead. After all, who am I to turn down an offer like that? I doubt I'll ever see her again anyway. Es geht Kevin, okay, nicht Coco. Das hat sie bestimmt mit Absicht gemacht. Kokos Erinnerung ist doch Kokos Erinnerung gewesen. Das hat sie bestimmt. Whoa, what was that? Talk about your unexpected trips down memory lane. Stop that.
I do what I want to do, and that's all there is to it. Most Revenants have lost the majority of their memories. I guess I'm something of an oddity in that respect. I've still got almost all of them. And the things I want to forget aren't going anywhere. Lucky me, right? Looks like you have the ability to restore people's memories. If you happen to find anything related to me, be sure to let me know, okay? I'll make it worth your while. There could be something out there that I've forgotten, and if that's the case, I want to see what it is. So the kid found the blood spring after all, hmm? Natürlich war es ihr Plan. Maybe I did, and maybe I didn't. Das war hundertprozentig ihr Plan. Nachdem sie erfahren hat, was er da machen muss und dass er sowieso tot ist. Hundertprozentig war das ihr Plan. Gut, dann sprechen wir jetzt mit den beiden. Was ist denn jetzt mit unserer Tante? Ist die irgendwie wohl auf oder... Oder ist sie tot? Vielleicht erfahren wir es jetzt. There's something I want to give you now that we have the chance. My blood code. That way I can keep helping you out even if I'm not around, right? It's a symbol of trust. Go on, take it. Aber noch schon. Ja, noch schon ein Blutcode, Giacomo. Glaube ich. Ach, das ist Atlas. Welches tragen schwere Rüstung ist bestens für Nahkämpfer geeignet. Du hast einen Blutcode. Okay. Eine Nahkampf. Mal gucken, was es ist. Ja. Ja. Gesamtgewicht geht halt mega weit nach oben. Boah, ich weiß, Vitalität kriegt halt relativ viel dazu. Vitalität gibt es relativ weit nach oben. Boah, ich weiß nicht. If you're looking for the woman, she's asleep in a private room, where Asame is checking up on her. After what happened, it's probably best to leave her here until she calms down. I think everything should be fine, but maybe later you should go see her too. We're headed for a nasty place where the miasma never goes. See you around. Okay, privaten Raum. Was ist das hier eigentlich? Zur Quelle gehen. Ah. Dann sprich mal mit Luis noch. Mich auch einfach hinsetzen, okay? Ich kann mit Luis da jetzt quatschen. There may be some clues left behind at that snowy mountain we saw. Let's go investigate. We'll need to find three blood springs in our search. Springs are always found. So, we can head out whenever you. Ist nicht, geht's da noch weiter? Gründungsziel, Untersuchung ausgetrockneten Gräben. Das ist wirklich eine mega. Ich würde gerade sagen, es ist eine mega.
detaillierte Textur, aber passt schon. Gut, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns hier mal weg. Teleport. Zur Kreuzung, hier habe ich jetzt alles erledigt. Auch hier habe ich alles verlassen, eine Bohrinsel. Vielleicht geht es da ja noch weiter, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich will mal kurz gucken. Wir können ja mal gucken gehen. Da haben wir die Tante ja davor gerettet. Allerdings nicht ihren Begleiter, die Nicola. Ne, hier ist nichts. Ja, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns einfach dann ins Gebiet, oder? Das ist das Einzige, wo ich jetzt was machen kann. Und dann mache ich da weiter. Mal den Blutcode hier ein bisschen hochleveln. Ach man, Frust! Und es ist eine Hassliebe bei Soulslike, gar keine Frage. Aber jetzt geht's mal weiter. Ich mag das Spiel echt gerne, auch wenn es irgendwie dann nicht den Anschein hat. Oh, okay, hat er mich aber richtig überrascht. Oh, die Waffe ist awesome. Das spielt mal M. Im Mittel wahrscheinlich. Es hat ein bisschen langsam die Waffe, aber was soll's. Er wird das nicht kommen sehen. Patrone. Euch. Ja, genau. Boah, ist so geil der Charge-Angriff. Wow. Der Charge-Angriff macht halt auch als einziges diesen wahrscheinlich diesen Frostangriff. Und runterkommt, da oben kommt da schon wieder einer runter, sehe ich doch. Gott. Ist der Angriff? Der einfach instant kill mit dem Angriff, ey. So awesome. Ah, ich glaube, die Waffe werde ich mal ein bisschen behalten. Die ist schon ziemlich geil, die Sichel von dem Boss. Da hinten können wir noch holen. Geht's hier außen weiter? Fuck. Jetzt kriege ich natürlich die ganze Zeit Ico-Konzentrat, war ja klar, oder? Hi. Oh mein Gott. Okay, der schießt.
Nein, daneben! Ist das bitter? Oh gut, der fliegt halt einfach runter. Hey. Also das Ding, brauchst halt da mit Timing. Das erinnert mich so ein bisschen an den Chartangriff von den Speer von. Wie heißt es hier? Von Dark Souls, der Ornstein. Ornsteins Speer war ebenso. Wie komme ich da hoch? Was übersehen? Ich Lucky Lucky? Nicht. Hier. Jetzt mal hier weiter. Die lassen sich leider nicht interrupten. Das ist halt ein bisschen thematisch, würde ich sagen. Und so viel Überkonzentrat bekomme. Langsamkeitsimpfstoff dreimal gleich. Okay. ...2400. Holy shit, ey. Schossen. No! Aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Also da hinten geht es auf jeden Fall noch weiter. Da jetzt erstmal runter. Wir müssen jetzt tatsächlich eine Zweitwaffe hinzufügen. Bayonett bin ich eigentlich großer Freund von, aber das Anemukura, um dann halt Zeug zu fahren. Steht auch schon wieder, ja. Die kleinen kann ich das, glaube ich, mal machen. Jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, ehrlich gesagt. Ach, die Wege führen zusammen. Okay. Was ist das denn für einer? Fuck. Oh mein Gott. Wenn ich hier schnell genug bin, kann ich da glaube ich einfach reinchargen, oder? Welche Drachenkreaturen? Fuck man.
Oh oh. The fuck? Fucking awesome, die Waffe. Da oben ist auch noch irgendwas. Da komme ich wahrscheinlich erst hin. Auf jeden Fall haben wir hier. Moment mal. Ach, da oben muss irgendwie weitergehen. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Na gut, dass er auf der anderen Seite irgendwie noch weitergeht. Hm. Ja, genau. So fucking awesome. Das ist halt der Surfer, ne? Von ihr. Das ist halt der Surfer vom Boss, dass man den selber einsetzen kann. Ich mag die Waffe, die ist so geil. Okay. Der hat mich aber richtig erwischt gerade. Holy shit, okay, da brauche ich eine schnelle Waffe gegen den. Der hat einen Shotgun. Run away. Bin ich noch weiter? Oh, das war richtig knapp, ey. Er hat auch schon ausgeholt. Eieieiei. Komm, die Ecke holen. Der runterkommt? Na gut, das wollte ich eigentlich nicht. Hätte ich meinen Angriff gerade verschwendet. Das geht auch. Im Effekt gibt es dann halt sogar noch ein bisschen Zeug. Ein bisschen über. Runter. Das ist so übel, ey. Das ist so krass übel. Wenn das gegen den Boss halt funktioniert, dann ist es halt mega awesome, aber machen wir uns nichts vor, das kostet halt mega viel Ausdauer und man kann halt nicht so viel. Ja, die Kissen kann man nicht zerstören. Im Grunde kann man halt nicht so viel machen. Müsste ich nochmal zurückgehen, weil ich schon das Gefühl habe, dass da oben noch weitergeht. Aber vielleicht kommen wir ja hier jetzt dahin. Wow, den habe ich gar nicht gesehen. Wo kommt der auf einmal her? Ein bisschen stärker. Oben runtergesprungen, die Sau, die. Das machen sie echt schon gut. Man konzentriert mich auf den und dann kommt der halt auf einmal darauf an. Ist der zu mir oder kommt der von mir weg?
zu mir. Da ist ein großer Typ. Was ist hier nicht um die Ecke gekommen? Angefühls gehen die Großen richtig gut. Ja, da geht's, kann ich runterspringen. Wenn ich denn wollte. Lecker. Gut, um Fähigkeiten aufzuleveln, da kann ich tatsächlich runter. Also ich gehe erstmal da auf die andere Seite. Da geht's nicht runter. Ich pull den mal, würde ich sagen. Was? Voll vorbeigeballert ist der. Da ist ja garantiert noch einer drin, oder? Irritiert ein bisschen, dass man die Kisten... Na komm, 100%ig. Wollen wir wetten? Okay. Da ist eine Leiter. Irgendwo. Jetzt nach unten. Okay, dann gehe ich da mal nach unten, oder? Jetzt ist natürlich einiges nicht erkundet. Aber ich würde sagen, was hier unten ist, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und eine Mistel kann ja nicht allzu weit weg sein. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Und ein Gegner. Oh. Oh, das ist ein neuer Gegner. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Und ich hoffe, ist ja beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss.